Maske immer ausfallen. Das ist ihre Leidenschaft. Der Arzt hat uns das gesagt. Wir lassen sie einfach da stehen. Wir haben gesagt, die Fans hören sie. Sie weiß nichts davon. Und jetzt kommt der Number One Contender, der sich in einem wahnsinnigen Twitch-Turnier qualifiziert hat. Der ging durch ein Elimination Chamber Match, der ging durch ein Hell in a Cell Match, dann die Battle Royale, dann das Halbfinale, dann das Finale. Er hat vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt, indem er das Stable Nexus verlassen hat. Er war der Leader, jetzt bei der Evolution of Pain. Und will dafür natürlich den Titel holen, Ladies and Gentlemen, auf dem Weg zum Ring. The Joker! Hier kommt ein Mann, der heute die Fans beeindruckt hat, nach einer starken Leistung im World Title Halbfinale. Er hat es fast ins Finale geschafft. Es war wirklich ganz, ganz knapp. Ein starkes Match, was er geleistet hat, denn er ist nicht umsonst der aktuelle World Miyagi Twitch Champion, Justin Cruz. World Twitch Championship Titel steht auf dem Spiel. Beide Kandidaten eigentlich Anwärter für den World Title. Aber so ist das. Ein Push-Titel ist ja zum Pushen da. Das heißt klar, dass man da als Titelträger irgendwann in den Bereich kommt, wo man auch schon im World Title Bereich dann ist. Deswegen ganz hochkarätiges Match hier um den Twitch Titel. Der Joker scheint bereit zu sein. Und Justin Cruz wirkt ebenfalls sehr zuversichtlich. Und da schaut er sich seinen Titel noch einmal an. Er ist zweifacher Twitch-Champion der WOM Season 2. Joker hatte den Titel ebenfalls schon einmal. Joker beginnt, Cruz mit dem Konter. Ja, das ist das, was ich mir auch von dem Match erwarte hier, was wir in der Anfangsphase sehen. Cruz mit Aktion, Joker mit Aktion, Konter. Ich erwarte hier viele Konter in dem Match. Und ich denke nicht, dass einer von beiden hier überaus dominant sein wird. Styles gibt hier nochmal Entwarnung, die Maske liegt im Müllschnipp, die wird nicht kommen. Da wohl klar, eine klare Aussage von Styles an den Schnipp.
Kick von Cruz. Ging daneben. Er dominiert oder kontrolliert jetzt den Joker. Macht auch wieder mal ein starkes Match Cruz bisher. Und da macht er sich ein bisschen lustig über den Joker. Er hat bis jetzt keine Probleme mit Justin Cruz. Aber der Joker auch jemand, der aus dem Hinterhalt zuschlägt. Aber jetzt von Joker, das ist, glaube ich, ein Witz, denn Cruz ist da noch oben auf. Und Justin Cruz, das macht er hier sehr, sehr stark gegen Joker. Ich habe am Anfang noch gesagt, ich erwarte keinen der beiden als überaus dominant, aber bisher kommt Joker absolut nicht zum Zug. Ein paar Aktionen vielleicht, aber das war's. Und Justin Cruz setzt hier nach. Der Joker jetzt in Gefahr. Justin Cruz auf dem Weg zur Titelverteidigung. Cover. Aber Kickout von Joker. Der Joker wohl nicht optimal vorbereitet auf Cruz. Auch hier die Aktion bekommt er durch, ohne Gegenwehr. Jetzt aber Jokers Konter. Und da ist wieder diese mysteriöse grüne Flüssigkeit, die wir des Häufigeren schon vom Joker gesehen haben. Ja, oh, das wird hier Justin Cruz garantiert betäuben. Das war bisher immer so. Und führt zum Cover durch Joker. Zwei, nein, das war knapp. Cruz kommt raus. Die Flüssigkeit hat's in sich. Und der Joker setzt nach, eventuell. Der Twitch-Titel für den Joker, der eigentlich bisher nicht so gut reinkam. Aber jetzt Signature und Finisher, nein. Justin Cruz mit dem Kickout. Jetzt auf jeden Fall ausgeglichen, dieses Match. Nach den starken Aktionen des Jokers ist er wieder im Rennen und hat sehr gute Chancen hier auf den Titel. Konter von Cruz, warum feiert Cruz da? Wie er hier das Bein abfängt von Joker und ihn zu Boden wirft. Konter von Joker. Und so wendet sich das Blatt. Der Joker wirkt jetzt stärker, er wirkt frischer. Cover, nein, Cruz kommt raus. Selbst wenn Cruz Konter hat, stört das den Joker nicht. Cruz jetzt auf dem Weg nach oben. Trifft den Joker. Ah, es ist ein spannendes Match, liebe Freunde. Wahnsinn. Erst Justin Cruz kontrollierend. Der Joker kam zurück mit starken Aktionen. Jetzt Cruz wieder an der Reihe. Cover. Ist das die Titelverteidigung? Zwei. Nein. Auch da reicht's nicht. Cruz jetzt über Stop Rope gesprungen. Und er kommt angeflogen, aber der Joker weicht geschickt aus. Direkt der Jab von Cruz. Uppercut geht daneben. Snap mehr von Cruz, jetzt geht's schnell. Und der Joker, das war hart. Oh, jetzt wird's spannend. Justin Cruz oder... Wow! Was war das denn für ein Zeichen von Cruz? Nicht mal bei 1.
Da muss der Joker erstmal durchhalten, diese Geschwindigkeit hier, die beide jetzt ja, vorgelegt haben. Geht natürlich hier an die Ausdauer. Elbows vom Joker, der Konter von Cruz. Das ist ein Hin und Her in diesem Match. Wer wird hier der World Miyagi Twitch Champion? Cover von Cruz. Das könnte die Verteidigung sein. Holzer, wieder mal am Zählen. Und wieder kommt der Joker raus, der hier schon am Bluten ist mit der Platzwunde auf dem Kopf. Cruz wieder auf dem Top Rope. Und er trifft mit dem Body Splash hier Joker. Direkt der Elbow hinterher. Wieder ein fantastisches Match von Cruz. Auch der Joker hat viele starke Aktionen gezeigt. Ich weiß nicht, wer hier gewinnt. Ich tippe einfach mal, der nächste Finisher entscheidet. Jetzt vielleicht zur Verteidigung. Der Joker zappelt hier. Wird festgehalten. Nein, das war wieder so knapp. Und jetzt will Cruz das Match beenden. Schafft das? Das ist die Frage. Cover. Jetzt Cruz im entscheidenden Moment. Zwei. Drei, und das ist die Titelverteidigung von Justin Cruz nach einem fantastischen Match, was er hier abgeliefert hat. Ebenfalls fantastisch vom Joker. Aber wir sehen Cruz, seitdem er im World-Title-Bereich ist, gerade eben schon gegen Joker so stark gesehen. Es ist ein neuer Justin Cruz. Es ist jemand, der zugelegt hat. Es ist ein ernstzunehmender Gegner im World-Title-Bereich. Glückwunsch an Justin Cruz. Spannendes Match. Und ich denke, in Zukunft, nach diesem Match und nach dem Match gegen den Reaper, wird den Justin Cruz keiner mehr unterschätzen. Da wird es nicht. Er kann es fast gar nicht glauben, dass er seinen Titel zurückbekommt. Was für ein Match, wirklich. Geiler Main Event. Der Joker verdammt stark. Cruz verdammt stark. Und katapultiert sich da auch.